Was klappt und willkommen zu einem neuen Pokémon Let's Play auf unserem Kanal, und zwar Pokémon Heart Gold in der Mimsolok. Ja, hallo! Hallo, meine Schwester ist auch von der Partie. Warum das Ganze, das werde ich einfach erklären. So, soll ich Nuzlocke und Randomizer erklären oder nur die Mimsolok, was wir zugefügt haben? Was sagst du? Mimsolok, das passt. Einfach nur die Mimsolok, weil Randomizer Nuzlocke sollte, glaube ich, jeder kennen, oder? Ja, und Leute, wenn ihr es nicht kennt, in die Kommentare schreiben, dann erklärt er es nochmal. Okay, so. Also, wer Omega Rubin nicht gesehen hat, habt ihr übelst was verpasst. Direkt nachholen, da gibt es einfach nichts. Hab ich verpasst, sorry. Nein, nachholen, ne? Ja, muss man. Da waren so viele fucking Hacks dabei und das Ende. Holy. Das Ende war einfach nur intense as fuck. So. Also, kommen wir zur Mimsolok. Ich erkläre es trotzdem nochmal so. In Omega Rubin, in der Mimsolok hatten wir Max, Ivys und Eevees für die Gegner, nur für die Gegner, nicht für die wilden Pokémon, nur für die Gegner, gegen die wir kämpfen, und Max CPU-Stärke. Und dann hatten wir jedes Term, durften wir nur einmal benutzen. Das Ganze werden wir hier auch machen. So ist es dann rein theoretisch wie in den früheren Gens. Ich weiß nicht, ob das hier schon ist. Oder haben die das hier auch genannt, dass TMs unendlich lang halten? Nein, TMs kannst du nur einmal benutzen. Ist hier auch, ne? Ja. Na gut, dann müssen wir die Regel rein theoretisch auch nicht machen, weil das ist ja sowieso schon. So, ich nehme mich mal ein bisschen anders. Ich hoffe, das passt aber nicht. Scheiße. Kannst dich Philipp nennen. Philippe. Ich nenne mich einfach Mimsy. So. Weil wir ein Pokémon dann Mimsu nennen. Genau? Ja, passt. Weil wenn ich Mimsu heiße, Pokémon Mimsu, ne. So. Auf jeden Fall, meine Schwester ist für diesen Part dabei. Sie sucht mir meinen Starter aus. Ob sie mich jetzt quält oder ob sie für mich ist, das werden wir sehen, wenn wir die Starter sehen, ne? Oh, ja. So. Also, zurück zur Mimsolok. Und zwar für den einen oder anderen, der da schon aufgefallen ist, wir haben Mimsu-Coins. Was die sind, werde ich später noch erklären. Vorab erstmal, die Pokémon, die haben hier Random Stats. Das habe ich mit dazu genommen. Das wird auch in der Mimsolok immer so bleiben. Das heißt, wenn ich in Zukunft wieder eine Mimsolok mache und diese mir mega gefällt und die mir nicht zu hardcore ist, dann werde ich die Regeln dabei behalten. Das heißt, die Mimsolok wird dann offiziell sein. Ihr könnt die dann auch spielen. Blablabla. Bla, bla. So haben wir dann unsere eigene Lok. Und zwar sind die Stats so random, dass zum Beispiel, wenn wir ein Taubsi fangen, was ja normalerweise physisch, offensiv oder auf Speed ist, ne? Genau. Genau, ja. Das kann dann zum Beispiel Mainstats auf defensiv haben oder Mainstats auf HP oder speziell offensiv. Das war geil, dass wir Spielzeit 0-0-0 haben. Ich bin halt der schnellste Pokémon-Spieler, ne? Guck mal, vor allem, wenn wir speichern, warum muss er den Ground berühren? Also den Boden, macht er so einen auf Amino... Heiliger Boden, please let me save the game. Aber nochmal zurück zum Thema. Okay, zurück zum Thema. Und zwar, die Stats sind random. Und dann wollten wir einen Schritt weitergehen ins Next Level, ne? Dann haben wir uns gedacht, wenn sich ein Pokémon entwickelt, sollen die Stats nochmal gerandomized werden. Das heißt, wenn jetzt unser, keine Ahnung, physisch defensives Taubsi mit 11 Stats auf Defense, was weiß ich, ne, also auf Def hat, zu sich zu Tauboga entwickelt, kann sein, dass Tauboga dann nicht mehr defensiv ist, sondern spezialoffensiv, schnell, physisch offensiv, Full HP etc. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es sind einfach randomized die Stats. Was ganz cool ist, und unsere Pokémon entwickeln sich ab 40 schon zu Max-Pokémon, so wie bei den Gegnern auch. Die Gegner sind bis zu 3 Level über uns. Glaube ich normal. Guck mal, siehst du das da oben links? Bei diesem Pokémon-Heil-Dings, da über die Pflanze, die Wand. Ja. Die ist irgendwie, ja. Keine Ahnung. Alles klar, da war irgendwie, ja. Da hat jemand wohl die Maus verloren oder so. Beim Bilden. Mensch, wo ist die denn hin? Okay, er geht an seinen PC. Das heißt, wir bekommen gleich ein Pokémon. Ganz cool. Kann ich ja weiterreden. So. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. So, der Attackenlerner als Beispiel, der bringt uns auch random Attacken bei, aber nur die Attacken, die auch vom gleichen Typ sind wie bei unserem Pokémon, sonst wäre das halt irgendwie ein bisschen dämlich, fand ich. Deswegen habe ich mich für diese Variante entschieden. Ist ganz cool. Wir haben außerdem Custom-Namen drin, das heißt, wir können gegen Fischkopf Bob kämpfen oder gegen
keine Ahnung, Hartz, Vierler, Yamari oder so als Beispiel. No hate oder so, ne? Aber ich hab halt einfach so Hartz, Vierer, RTL-Zuschauer. Familienbrennpunkt. Ja, sowas habe ich halt als Trainernamen noch hinzugefügt. Das ist ganz cool. Auch du bist drin, vergiss das nicht, ne? Ich bin auch Harzer drin. Harzer Melody. Leute, das wollen wir doch alle sehen, oder nicht? So. Dann suchen wir unser Starter aus und dann erkläre ich die Mimsu-Coins. Gerne. So, wir haben hier ein Nebula. Weiter, oder? Ja. Dann haben wir ein Plinfach. Fällt dir auf, wie die klingen? Wie die klingen? Deren Schrei. Nebulok ist ein Divir. Plinfach ist Kanimani und das bedeutet, das letzte Shiki ist Feuerigel. True. Okay, so ein Nerd bin ich aber nicht, das wusste ich nicht. Das ist mir aufgefallen. Hey. Ja, aber welche Starter soll ich jetzt nehmen? Hasse ich dich oder mag ich dich? I don't know. Ja, eigentlich hasse ich. Oh, alles klar, okay. Was machst du dann noch hier? Warte, ich geh mal dann. Nein. Ich würde sagen Nebulak. Nebulak? Ja. Bin gespannt, welche Stats es gleich hat. Okay, I like that. Nebula, okay, danke. Okay, bitteschön. Ah, das sieht übelst geil aus, wenn es mir hinterherläuft. Ja. Sieht richtig geil aus. So, Spitznamen. Weibliches. Doch, ich, Melody? Ich. Du? Ich. Ja, okay. Es hat genau so eine hässliche Fresse wie ich. No comment. Also du sagst, es ist die Wahrheit. Hallo? Ja, hallo erstmal. Das ist das harte Holz. Okay, das reicht. So. Rein theoretisch ist das eine Souling für Arme gerade, ne? Ja, sehr sogar. Ich spiele ein Let's Play, egal. Egal, ich bin. Ja? Ja. Hier. Ja. Guter Supporter. Ja. Ich will, dass er irgendwie Lock verliert. Ja. Ein guter Supporter. Ja. Also, Boys, seid bitte auf meiner Seite. Ja. Mimsy Gang oder Melody Gang? Ja. Hashtag, ihr wisst. Ja. Okay, alles klar. Kommst du nie wieder rein? Also, zurück zum Mimsu-Log. Und zwar haben wir Mimsu-Coins. Habe ich eben gerade angesprochen. Wofür sind die Mimsu-Coins gut? Wie ihr seht, haben wir 0. Und zwar bekommen wir Mimsu-Coins, nachdem wir einen Arena-Leiter besiegen. Das heißt, entweder 8 Mimsu-Coins oder 16. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. 8 Orden oder 16 Orden. Ich persönlich bin für 8. 8 plus Liga. Das ist ein normales Pokémon-Let's Play, 16 plus Liga, beziehungsweise plus Doppelliga, ne? Ja, 16 Orden plus zweimal Liga. Ja. Kann vielleicht 100 Parts in Anspruch nehmen. Ich weiß nicht, ob ich so lange Bock habe auf eine einzelne Edition, to be honest. Wir müssen, glaube ich, zu Mom. Ja. Also ich werfe hier 8 Orden, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Also rein theoretisch hätten wir dann 8 Mimsu-Coins. Was wir mit den Mimsu-Coins machen, und jetzt kommt das Coole, und deswegen hatten wir auch nur Starter zur Auswahl, ist einfach, mit den Mimsu-Coins können wir unsere Pokémon entwickeln. Und auch nur mit den Mimsu-Coins. Das heißt, sollte sich Nebulak zu Alpollo entwickeln, bevor wir den ersten Orden haben, muss sich die Entwicklung jedes Mal abbrechen. Es muss immer in seiner Form bleiben, wo wir es entweder bekommen haben oder gefangen haben. Sollte ich dann aber den ersten Orden besiegen, und wir haben als Beispiel Nebulak im Team und ein Tauburger. Und Tauburger auf Taubos wird irgendwann auf kurz vor 40 sich erst entwickeln. Das heißt, Tauburger zu Taubos können wir ausschließen. Da können wir diesen Mimsu-Coin nicht benutzen. Jo. Deswegen müssen wir den Mimsu-Coin dann für Alpollo benutzen. Da gibt es keine Wahl. Aber sagen wir, wir haben dann ein Nebulak und ein Ratzfatz als Beispiel. Und beide sind auf 20 jetzt. Ich weiß nicht, wann sich Ratzfatz zu Radikal entwickelt, aber beide sind auf 20 und sagen wir, beide entwickeln sich. Dann könnt ihr entweder in den Kommentaren schreiben, Nebulak oder Radikal, beziehungsweise Ratzfatz. Die Mehrheit gewinnt. Wenn keiner was schreibt, entscheide ich mich dafür. Wenn meine Schwester eine Folge ist, wir einen Orden machen oder einen Token ready haben und sich ein Pokémon entwickeln kann und ich Bock drauf habe, kann sie es vielleicht auch mal entscheiden. So, ne? Mal? Also vielleicht so, ne? Hallo, you know? Immer? So. Und das macht das Ganze einfach extremst schwer. Ein Zoberitz. Ist es nicht Unlicht? Es ist Unlicht, Geist. Das ist ja die Edition, wo es keine Schwäche hat.
das ist unantastbar. Weil ja Fee so gesehen. Ja, aber wir könnten ja dagegen gar nichts machen. Doch, Schlecker. Ist ja neutral. Ja, aber es würde uns ja töten mit einer Unlichtattacke. Hat es ja kein Fee, kann es ja nur Kratzer. Weiß es nicht. Okay, YOLO! Kann es? Es kann. Silberblick. Kann voll paralysiert werden. Alter, wow. Full Para. So, wir spulen einfach mal ein bisschen vor hier. Ein bisschen Double Speed. Oh cool, Hypnose direkt. Ging daneben, fuck yes. Hypnose, ging daneben, fuck yes. Hypnose, trifft, so. Geil. Also wir haben hier schon mal... Holy. War das ein Crit? Das muss ein Crit gewesen sein. Das war ein Crit. Das ich muss auch ein Crit gewesen sein. Unsere Stats? Unsere Stats gucken wir sofort nach, keine Sorge. Pokémon, Melody, Bericht, locker. Und sind physischer Angreifer und physischer... Tank? Was hab ich denn gebraucht? Aber, weiß ich nicht, aber in Anführungszeichen sind wir eigentlich physischer Tank, weil unsere Defensive erhöht ist durchs Wesen. Ja. Also wir sind ein physischer Tank, können aber auch physisch angreifen. Und ich glaube, Nebulak bzw. Gengar lernt keine physische Attacke. Nein, geil. Außer Schlecker. Geil, okay, dann das heißt, Gengar ist unsere physische Wall. Nice. Fühlt sich gut an. Fühlt sich richtig gut an. Wisst ihr? Egal, ich sage einfach nichts. Fühlt sich gut dann sagen, belassen wir es einfach dabei. Okay, der letzte war doch ein Crit. Ich wollte gerade sagen. Ja, das war einfach viel zu viel Holy Damage. Holy moly. Ja, er macht einfach Fluch. Ja, er hat Angst. Er flucht ja dich eben halt aus. Ja, vielleicht ist er ein Exorzist oder so. Ja, er will mich furchten. Oh! Seemon! Du kannst Seetracking eventuell haben. Krass, ne? Ja. Und ach ja, Leute, für Pokémon, die man normalerweise mit Tausch entwickelt, oder die sich nur mit Tausch entwickeln, keine Sorge, die können wir trotzdem entwickeln. Trotzdem, das ist kein Problem, denn ich habe einfach für alles Tricks. Der Pedo. Und ich muss jetzt sagen, jetzt hier haben wir gar keine FPS-Lags, ne? Wo stimmt wir vorspulen. In der Testaufnahme hatten wir FPS-Lags, ne? Stimmt. Wo du es jetzt sagst. Ja. Ist eigentlich ganz cool. Also, die Folge wird auf jeden Fall ein bisschen kürzer. Wir werden den Brief holen und dann werden wir die Folge beenden. Einfach mega, mega Cliffhanger. Wir gucken, ey, wenn ich dieses Video sehe, ich weiß, dass ich schon mindestens 10-mal cringen werde. Ich meine, bei fucking Mario Kart warst du schon cringe. Mit dieses. Nein, ich bin ein Boom. Ja, aber dieses mit dieses Let's go und so und dann ich heb ab oder so, sagst du so ein Bullshit. Ich dachte mir, hä, what the fuck, was für Abheben, Alter. Ich hab gesagt, ich bin der Cringe Master. So, wir helfen hier noch einmal. Hilft jetzt eine Menge Daten. Also, wir haben Random Stats, wir haben frühe Entwicklung, wir haben TM nur einmal, wir haben Mimsu-Coins, habe ich erklärt. Ja. Die Digitation haben, ja? Ja, genau. Die Digitation. Die Digimon sind wir jetzt. Ja, das belassen wir einfach dabei. Unsere Pokémon digitieren sich. Die Digitation ja habe ich erklärt. Der Rest habe ich auch erklärt, dass Gegner maximal 3 Level über uns sind, bla bla bla. Max-Ivys und so. Max-Ivys. Ich habe alles erklärt eigentlich. Okay, ja, stimmt. Ja, schon. Passt schon. Krass, krass. Ist jetzt eine eklige Mücke reingeflogen. Scheißegal. Ist egal, die Folge ist eh gleich zu Ende. Töten kann man nimmer. Ja, töten wir auf jeden Fall. Ja. Dafür benutzen wir aber deinen Kopf dann. Oh ja, bitte. Vor allem, wenn die an der Wand chillt, nehme ich einfach deinen Kopf. Oh, pow! Und dann, yes. So, okay. Ihr merkt, die ganze Geschwisterliebe ist da. Ja. Da links war noch... Oh, fucking Roxanne. I like that Hypnose. Ging daneben. Hypnose. Trifft. Weißt du, warum die Hypnose beim zweiten Mal getroffen hat? Nein. Sie hat einfach gesehen, wie hässlich du bist und hatte dann Mitleid. Du bist eingefroren. Wir sind gefroren. Weil du mich beleidigt hast. Aber... Das nennt man Instant Karma. Aber... Ja, siehst du. Aber... Ja. Aber... Ja, mich darf man nicht im aber, Pokémon... Pass auf, was du sagst. Siehst du, die Pokémon sind auf meiner Seite. Aber... Ja. Aber... Nee. Aber... Oh, Fritzeblitz. Aber... Nein. Guck mal, du bist 20 Minuten, vielleicht mal 20 Minuten im... Oh, Legendary. Oh. Mewtwo. Flüchte. Okay, da gehe ich auf jeden Fall weg. Tschüss. Flüchte. Aber... Nein. Aber warum freest du das denn? Du hast mich beleidigt. Das hat aber... Wie viel Chance? 5%? 1%? 2%? So 2 würde ich sagen, weil es Pulverschnee war. Ja, aber das ist genau wie bei Omega Rubin. Weißt du noch diese... In Anführungszeichen Luftarena? Das war ja auch randomized. Mit... Oh ja. Ich weiß nicht, welches Pokémon das war. Kraftwelle. Ariyama, glaube ich. Nein. Irgendein Pokémon hatte die, wir hatten Sabro draußen und die hat Eisfang gemacht. Ah, stimmt. Also Eiszahn, hat uns direkt gefreezed. Fucking Frigrometri. Schneeflocke da. Genau. Hat uns direkt gefreezed.
Dann sind wir aufgewacht, zwei Runden später macht das nochmal Eiszahn und wir freezen schon wieder. Und die sind geflincht auch noch. Ja, und jetzt kommt hier fucking Roxanne. Rossmann. Und macht irgendwie einen auf, give me your soul. Und... Ja, sie hat gehört, dass du mich beleidigt hast. Geht nicht. Okay, wir haben den Brief angenommen. Damit endet diese Cliffhanger-Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt es vielleicht auch mal in die Kommentare, wenn ihr mehr Folgen mit meiner Schwester sehen möchtet. Bitte. Dann machen wir mehr davon. Obwohl das Setup richtig eklig ist. Es ist ein Mikrofon, was einfach so gesehen in unserer Fresse hängen muss, damit ihr uns beide hören könnt. Das ist eben halt total ätzend. Ja. Nichtsdestotrotz, es hat auf jeden Fall übel Spaß gemacht. Der Start ist mega geil. Wir haben einen physisch defensives Nebulak. Wir haben Mewtwo schon gesehen, was wir fangen können. Roxanne können wir fangen. Lamus können wir fangen. Fritzeblitz. Scheiß auf Fritzeblitz, Alter. Ist ein Elektro-Pokémon? Aber da war noch Mewtwo, obwohl wir es, glaube ich, gerade gesagt haben. Ja, und Zetraking vielleicht. Oh, stimmt. Hab ich komplett vergessen. Also, was würdest du sagen, wie viele Likes schaffen wir auf dieser Folge? 6. 6, realistisch 6? 6, weil ich dabei war. Okay, alles klar. Weil sie dabei war. Ihr habt das gehört. Frau hat gesprochen. Wenn Frau spricht, direkt machen, da gibt's kein Nein. Also, direkt. 6 Likes möchte ich sehen. So, jetzt klingt irgendwie wie Like geil, aber egal, nein. Ich bin Like geil. 6 Likes muss ich sehen, Boys. Ich bin Like geil. Alles klar, okay. 6 Likes wären geil, wenn euch die Folge gefallen hat. Wie gesagt, 6 Likes wären geil. Lasst einen Daumen nach oben, das supports kein Maul, Leute. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten offiziellen Folge, wo es so richtig losgeht. Wo wir dann Pokémon fangen können. Und hoffentlich nicht direkt, zerstört werden. Ja. Also, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Das wird wahrscheinlich mit mir alleine sein. Ja, gucken. Ja, schauen wir mal. Ne? Alles klar, okay. Also, haut rein, Leute. Wir sind raus. Peace. Peace.